Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Und ich hoffe, dass ich diese Freude nicht bereuen werde. Ich begrüße euch zu Jagged Alliance Rage. Was perfekt passt, denn mein letztes Let's Play von Jagged Alliance, das war der erste Teil, der endete im Rage Quit nach ein paar Folgen. Ja, für die, die die Jagged Alliance Reihe nicht kennen, schämt euch und spielt ihr auf jeden Fall nach. Zumindest den zweiten Teil. Der ist wirklich brillant und ein echter Klassiker. Im Bereich rundenbasierte Strategie. Ganz kurz erstmal zu dem Spiel hier, Jagged Alliance Rage. Also, Rundenstrategie oder rundenbasierte Strategie. Wie das Ganze genau aussieht, ich weiß, es ist 3D. Das Setting ist, glaube ich, so ein bisschen im Dschungel. Und um was es genau geht, das weiß ich auch noch nicht. Also, was die Hintergrundgeschichte dazu ist. Vielleicht erfahren wir das ja schon am Anfang. Das Ganze entwickelt von Cliffhanger Productions und gepublished von den Handy Games. Die Handy Games sind, glaube ich, eine Tochterfirma von THQ Nordic Division. Ich glaube, so ist der komplette Name. Und ja, die haben es, wie gesagt, gepublished. Zur Reihe an sich. Jagged Alliance. Begann 1995 mit dem ersten Teil in, ja, damals typischer, naja, 2D-Grafik. Also, ja, wer sich's angucken will, es gibt bei mir auf dem Kanal jetzt ein paar Folgen davon. Ich konnte es einfach nicht mehr spielen irgendwann. Ich habe, glaube ich, nach 9 Folgen oder sowas das Ganze, ja, deinstalliert. Also, ich habe tatsächlich deinstalliert, das Spiel, weil es war einfach grauenvoll. Damals ging's um eine Insel in Metavira, oder ich glaube, Metavira hieß sogar die Insel. Die wurde von einem bösen, machtgeilen Doktor besetzt. Und wir mussten quasi den Doktor ausschalten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir ihn ausschalten mussten. Ich habe es ja selber nie miterlebt. Das waren quasi die Beginner von Jagged Alliance 1. War damals noch nicht ganz so erfolgreich. Der Durchbruch mit der Reihe kam dann erst mit dem zweiten Teil. Der also wirklich ein absolut geiles Setting hatte und ein absolut geiles Spiel per se war. Ist mein Lieblingsspiel, was es jemals gab und was es wahrscheinlich auch jemals sein wird. Da kommt kein anderes Videospiel an diesen Teil ran. Da waren wir in Arulco. Arulco wurde von einer machtbesessenen, geilen Machthaberin oder Diktatorin namens Daedriana oder Daedrana. Selbst die Einheimischen haben teilweise diesen Namen immer anders ausgesprochen. Ja, die hat quasi dieses Land unterdrückt. Wir wurden gerufen, haben einen Söldnertrupp zusammengestellt und das Land von der Schreckensherrschaft Daedrianas befreit. So, dann haben wir uns noch eine kleine Mod angetan. Also ich gebe jetzt mal so ein kleines Resümee, was alles schon bei mir zu sehen war. Die Mod-Compilation war von Urban Chaos. Ich habe echt vergessen, wie das Land hieß, wo wir da waren. Aber es war ein komplett neues Setting. Da war unsere Gegenspielerin Brenda, die eine Diktatorin war, die wir ausschalten mussten. Obwohl, sie war nicht wirklich Diktatorin. Aber sie hatte so ein Riesenunternehmen, was mit Drogen, glaube ich, handelte. Und die muss zwar dann schlussendlich ausschalten, die gute alte Brenda. Ja, und alles, was nach Jagged Alliance 2 kam, es gab Wildfire, es gab Jagged Alliance Online, es gab Back in Action, es gab auf jeden Fall etliche Teile, die dann irgendwie versucht haben, diese Riesenhürde von Jagged Alliance 2 irgendwie zu überspringen und dem Teil irgendwie eine angemessene Fortsetzung zu bringen, hat keiner geschafft. Also, ich sag mal, wenn man sich das so anguckt, ist der Graph, ja, Jagged Alliance 1 war so mittelmäßig, dann kam der absolute Höhepunkt und seit Jagged Alliance 2 geht's einfach nur noch steil bergab in den Keller. Ob wir diesen Keller mit Jagged Alliance Rage verlassen werden, das werden wir uns in den nächsten Folgen angucken, beziehungsweise in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass das Spiel mich so bei Laune hält, dass ich auch bis zum Ende spiele. Das ist zumindest mein Ziel. Wenn ich mir die Steam-Bewertung angucke, dann glaube ich, werden wir diesen Keller, ja, können wir uns ein Bett hinbauen und werden dort sehr, sehr lange Zeit verbringen. Aber vielleicht passiert es ja doch nicht und wir werden alle überrascht. So, neue Kampagne. Wir gehen los ins Abenteuer und gucken mal, was uns das Intro bringt. Handy Games, a THQ Nordic Division. So sieht sich übrigens auch mal vom Rechner, wenn ich Let's Plays mache. Ja, und wenn ich dann fertig bin, dann so. Ja.
listening. I know you're there, asshole. Jeez, get me out of here. This job pays enough for at least three of us, so come and get me. Ah! Ja, also das ist das kleine Intro. Okay, die sechs Söldner, das sind wahrscheinlich die Links, die wir uns aussuchen können. Und ja, die beiden Herren, die da im Helikopter abgestürzt sind, ich bin sehr erstaunt darüber, dass er einfach mal so locker noch ein Geldscheinbündel in die Kamera halten kann, während er abstürzt. Also, ja, entspannter Typ. Also den müssen wir anscheinend retten und sein Kompagnon, wer auch immer die waren, wissen wir nicht. Wir sind auf der AIM-Seite. Ach ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Und wenn ich mir die Charaktere links angucke, dann kriege ich Pipi in die Augen, weil da sind teilweise Leute dabei, die mir echt ans Herz gewachsen sind. Also, wir beginnen mal. Kann ich hier durchschalten? Wir sind bei Doc. Dr. Q in attendance. Dr. Q Wang ist Arzt, oder war zumindest immer Arzt, ich hoffe, er ist es immer noch, drawing much of his medical knowledge and even more of his quotes from ancient Asian traditions, years of mercenary work have left their toll, making him cynical and disillusionated. While his bodily regime remains intact, his soul has paid the price. Also körperlich noch voll auf dem Damm, aber ja, psychisch sehr angeschlagen, der gute Mann. Ist, okay, wir gehen mal hier durch, kann ich hier eigentlich anklicken? Naja. Also, er hat als Spezialfähigkeit Martial Arts, also Kämpfer. TCM-Spezialist ist Tactical... Oh, buh. Ja, Medizin auf jeden Fall. Tactical Blablabla Medicine Specialist. Und er kann schlecht schießen. Dann haben wir hier noch so eine Übersicht mit guten Attributen oder mit guten Eigenschaften, schlechten Eigenschaften und seine Skills. Restore from Health Points in the Field. Okay, also er heilt sich quasi während... auf der Karte oder im Feld. Turn Rage into additional Action Points. Also wenn er durchdreht, dann kriegt er zusätzlich Aktionspunkte. Er hat ein kleineres Inventar und hat eine verminderte Treffsicherheit mit Feuer, also mit Pistolen. Und die guten Eigenschaften, er kann über 3 Meter hoch klettern. Okay. Er hat so einen Tigerkrallenangriff, also wahrscheinlich im Nahkampf. Hat keine Nachteile in der Dunkelheit. Hat mehr maximale Health Points, also das sind wahrscheinlich die Health Points. Oh ja, okay. Und kann jeden heilen, während man rennt oder sich ausruht. Dann haben wir Ivan Dolvich. Ivan Dolvich, I need the money. Let's go. Okay, wenn man sich mal das Bild aus Jacket Alliance 2 anguckt und sich dieses Bild jetzt anguckt, dann ist das nicht Ivan Dolvich. Ganz bestimmt nicht. Sieht eher aus so ein bisschen wie Steroid oder sowas. Oder Steroid. Ja, also ehemaliger Soviet Army Major, ja, ist dann irgendwann Söldner geworden und hat 1000 Rekorde gebrochen. Igor ist sein Neffe. Okay, ich habe immer gedacht, dass Igor Dolvich, also den gab es im zweiten Teil, dass das sein Bruder ist, aber es ist sein Neffe. Okay, also der hat ihn darauf gedrängt, hier bei AIM sich zu bewerben und ja, er ist Alkoholiker. So, Ivan ist groß, ist ein Experte für automatische Waffen und Alkoholiker. Das ist, ja, nicht gut. Er hat ein größeres Inventar, er macht mehr Schaden mit Messern. Er ist eine menschliche Wand. Achso, er dient als Schutz für andere. Er hat eine bessere Treffsicherheit bei Burst. Ach, was ist denn ein deutsches Wort für Burst? Bei Feuerstößen. Also, ne? Feuerstöße. Und er ist mit Shotguns und mit Gewehren ganz gut. Oder am besten. So, schlecht ist, er kann sich nur verstecken, wenn er liegt. Wenn er aus über 2 Metern Höhe springt, kriegt er Schaden. Und er braucht Alkohol, um zu funktionieren. Und seine Skills, er hat mehr Aktionspunkte als jemand anderes. Und taunt enemies to draw attention. Achso, er kann quasi die Aufmerksamkeit auf sie ziehen. Okay. That's Ivan Dolvich. This is Charlene Higgins, back in business for a rescue mission. Alter Schwede, Miss Higgins war mal gar nicht so hässlich in Teil 2.
das hat sich jetzt ja ein wenig geändert. Sie sieht auch ein bisschen abgemagert und 30 Jahre älter aus. Ja, sie ist Scharfschützin, ehemalige Polizistin und schwach. Not restricted by own sight range. Okay, da weiß ich nicht, was gemeint ist. Ja, sie hat einen großen Bonus bei Scharfschützengewehren und eine erhöhte kritische Trefferchance. Die, ja, Treffsicherheit an sich, besonders bei Pistolen, ist erhöht. Sie kann Gegner quasi, kann ihnen die Waffen klauen, also entwaffnen. Und hat auch keine Nachteile in der Dunkelheit. Sie demoralisiert schnell, wenn Zivilisten sterben. Handles Recoil. Coolie. Okay, sie kann irgendwas schlecht bedienen. Ich weiß nicht, was Recoil sind. Und sie kann keine schweren Waffen tragen, weil sie schwach ist. Und die Rage-Präzision... Set Ignores Armor. Okay. So, Mr. I'd be up for it. Mr. Kyle Shadow Simmons. Ja, ehemaliger Ranger. Ich gehe das jetzt einfach nicht mehr durch. Also, können Sie uns... Ich lasse es mal so ein bisschen... Dann können wir uns ja das alle angucken. Und... Der Kyle Shadow Simmons, also wie gesagt, alle sechs gibt es hier auch seit Teil 2 schon. Ivan Dolwig gibt es auch schon im ersten Teil. Und Helmut Grunter, ganz unten, der Deutsche, den gibt es auch schon im ersten Teil. Ja, also die haben sie übernommen. Wobei, wie gesagt, die Aus- oder die Porträts, die erinnern teilweise nicht wirklich an die Leute aus Teil 2. Also wie gesagt, bei Raven und bei Ivan ist es ganz krass. Bei Shadow, der ist halt immer so ein bisschen geschminkt, da kann man viel interpretieren. Boah, Vicky Waters. Weiß gar nicht, ob die schwarz, also dunkelhäutig war in Teil 2. Doch. Die kommt irgendwo aus Barbados oder sowas. Naja, also okay, Spec Ops Camouflage Weak Immune System. Ja, bei Shadow bin ich Vicky Waters. I would go, man. Okay, Dexterous Mechanic Claustrophobic. Ja, das ist Grunty. Ready for a job. Was sagt er? Ja, das ist Grunty. Ready for a job. Das finde ich ganz nett, dass er so einen deutschen Akzent hat. Ja, das ist Grunty. Okay, wir müssen uns für zwei Charaktere entscheiden, die wir nehmen. Aus guter alter Tradition nehme ich definitiv Helmut Grunter. Denn mit dem habe ich in jedem Teil bis jetzt gespielt. Und dann hätte ich gerne... Was hat er denn? Er kann Heavy Weapons, also schwere Waffen. Er ist Führer. Anführer. Er ist nicht der Führer. Und er ist, naja gut, tollpatschig. Ja, da, das kriegen wir hin. Heavy Weapons, great with light machine guns at assault rifles, no penalties in darkness. Okay. Less accuracy with single shots, less health points. Okay, hat weniger health Punkte. High blood pressure, chance for heart attack. Er kann einen Herzinfarkt bekommen. Wegen seinem hohen Blutdruck. Okay. Very bad at throwing things. Shadow here. Vicky Waters. I would go, man. Ivan Dolwich. I need the money. Also ich nehme auf jeden Fall Ivan Dolwich, weil mit dem habe ich, glaube ich, auch in jedem Teil gespielt. Und this ich nehme... Shadow here. Charlene Higgins. This is Charlene Higgins. Back in business for... Ivan Dolwich. I need the money. I'd go. This is Charlene Higgins. Ivan Dolwich. Dr. Q in attendance. Ich nehme Dr. Wang und Raven. So, jetzt habe ich mich entschieden. Weil bei Ivan stört mich ein bisschen, dass der immer Alkohol braucht, um quasi fit zu werden. Ja, und Ivan braucht das Geld, um, weiß ich nicht, wahrscheinlich Alkohol zu bekommen. So. Wir spielen auf normal. Mit Tutorial, denn wir müssen erstmal reinkommen. So, Start Campaign. Da fliegen unsere beiden Söldner wahrscheinlich gerade los. Dr. Q und Raven. Mit Raven habe ich in Teil 2, glaube ich, auch gespielt. Mit Dr. Q habe ich nie gespielt, muss ich zugeben. It's great having someone with your skills on this mission with me. The feeling is mutual. Let us see where fate leads us. Welcome to St. Anthony. Wow, was für ein Einstieg.
So, Spiel beendet. Das war Jagged Alliance Rage. Applaus. Ganz großes Kino. Ja, also wir sind auf St. Anthony angekommen und wurden direkt gefangen. Wahrscheinlich. What the fuck, Alter? Ah, you are awake. Finally. I wanted you to be fully conscious for your procedure. It's going to be very painful. You look confused, getting captured so easily. Did you really think you could surprise me, like last time? The tables have turned. Now it is me surprising you! Look at you. You were a force to be reckoned with once. Now you're just old and pathetic. It's almost sad to see you like this. But let's not dwell on the past, when the present is so much more horrible for you. When the procedure is done, you will be my subjects. Utterly loyal, completely under my control. Like your old friend here. Sir? I believe he was one of yours. But now he is one of mine. Let me demonstrate. You there. Execute yourself. Sir, I cannot. Obey me. Shoot yourself. Now! I obey. Sorry. I missed myself. What? What an idiot! Unbelievable. Another specimen resisting suicide commands. We did try to warn you, sir. There is still a chance of some resistance. It's a percentage game currently. Whatever. So, where was I? Oh, yes. Let that be a lesson to you. I have total control. I have... What is it now? Excuse me. Sir, we need to initiate the procedure before the sedative wears off. You know how critical the timing is. What? Ah. Yes. Yes, of course. Well, when you are finished, have them brought to me. I'll be in my rooms. Elliot, you idiot. So unfassbar. Shh. Stay quiet or the soldiers will hear us. This madness is out of control. We need to expose what's happening. I will free you, show you a way out. Understood? Remember that I helped you, and I want amnesty. Someone needs to stop what's happening. Otherwise, we're all doomed. Wait, I'll undo your restraints. Oh. You call yourself soldiers? Huh? Oh, thank you. But that was most strange. Do you have any memory of that man? Anyway, let's get out of here. Okay, restraints are off. I'll take the lead. Just follow me. Okay, meine Damen und Herren, dann beschließen wir es erstmal für die erste Folge. Folge 00, wie in jedem Let's Play von mir, werden wir quasi das als Einstieg nutzen. Ganz kurz noch zur Erklärung. Also, für die, die mit Jagged Alliance nichts am Hut haben oder erst ab, ja, quasi nach Teil 2 dazugekommen sind. Elliot ist also der neue Gegenspieler von uns, den wir ausschalten müssen. Elliot, seines Zeichens, war in Jagged Alliance 2 der Assistent der bösen Königin. Oder, naja, nicht Königin, sondern Herrscherin, Daedrana. Es gibt den, ja, legendären Ausspruch, Elliot, you idiot. Oder Elliot, du Idiot, auf Deutsch. Der ist tatsächlich relativ bekannt sogar, Elliot, you idiot. Denn immer wenn Elliot ihr Nachrichten damals überbracht hat, waren die meistens nicht gut, weil wir waren ja echt gute Söldner und haben vieles befreit. Und dann hat er mal ein paar Ohrfeigen bekommen. Und ganz am Ende, also ich
spoilere jetzt mal ein bisschen. Ganz am Ende, als wir in den Palast und sowas eingedrungen sind, hat Dead Runner Elliot erschossen. Und zwar hat sie ihm einfach mal, ja, quasi eine Pistolenkugel zwischen, oder eigentlich in den Kopf gejagt. Elliot fällt um, steht auf, schüttelt sich kurz und, ja, war selbst zu blöd zum Sterben, wie es die Königin damals ausgedrückt hat. Also, der hat jetzt die Herrschaft übernommen, oder, naja, ich weiß nicht, ob er jetzt hier eine Herrschaft übernommen hat. Auf jeden Fall macht er irgendwelche Experimente mit, ja, manipulativen Sachen. Also, er bekehrt anscheinend hier irgendwelche Menschen mit diesen roten Flüssigkeiten, so sieht es zumindest aus. Und der eine, den er schon quasi, ja, quasi zu seinem Frankenstein gemacht hat, zu seinem Frankenstein, ist Malice. Und Malice ist tatsächlich auch aus Teil 2. Den konnte man bei AIM auch anheuern, meiner Meinung nach. Naja, muss ich mal gucken. So, also, wie gesagt, das war der Einstieg. Die Hintergrundgeschichte und ja, also der Wissenschaftler hier, der hat Angst, dass das Ganze ein bisschen überhand nimmt und hilft uns jetzt. Und möchte dafür, ja, Vergebung oder Freiheit. So, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sei erstmal vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Jagged... Ruhig, Q. Bei Jagged Alliance Rage. Ich freue mich drauf und ja, dann sehen wir uns hoffentlich alle demnächst wieder. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.